Ihr seid in der Kapitale von Almara eingetroffen. Das Land der Pferde und vom Wein. Tor zu den Welten. Von hier aus regiert Kaiser Selindian in seiner neuen Hauptstadt. Ihr habt euch in die ausgewiesene Villa der Boroniten zurückgezogen und euer Reisegepäck abgelegt. Aber mir würde weniger Villa sagen, sondern es eher als Palazzo definieren. Während er gerade auf dem säulenumrahmten Balkon sitzt und mit schwerem Rotwein in der Hand auf die Stadt vom Goldacker herunterblickt, geht Geras mit eilendem Schritte erneut über die Hauptstraßen nach Tiefenbrunn und Tempelhof. Er muss einigen Novadis ausweichen, Jongleuren, aufdringlichen Zahori, die mit ihm Hütchen spielen wollen. Kutschen rattern entlang und Händler preisen ihre edlen Stoffe an. Vom Jahr des Feuers und vom Ascheregen will hier niemand etwas wissen. Punin könnte so unbeschwert sein. Wir schreiben den 11. Rondra, 1028 nach Bosbarans Fall. Und so tritt Kiaras gerade die Stufen des Boron-Tempels empor. Ja, ohne groß auf Geweihte und andere Diener zu achten, gehe ich direkt in den Tempel hinein und möchte mich vor den Altar knien, um mein Gebet zu beginnen. So gehe ich auf den Knie nieder, schließe meine Hände zusammen und schließe die Augen. Herr Boron, der du wachst über Tod und Traum, heute soll vergessen sein der ewige Streit deiner Kinder. Ich komme hier zu dir als einfacher Diener, der in seinem Leben nun wahrlich schon zu viel von deinem Erzfeind gesehen hat. Mehr als einmal nun stand ich kurz davor, dir gegenüber zu stehen. Doch heute bin ich nicht hier, um für meine Seele zu beten, sondern für die Seele einer jungen Frau, deren Erinnerung genommen wurde. Sie ist das Licht, zu dem wir aufblicken, die Hoffnung, die wir so dringend benötigen. Ich bitte dich, Boron, du bist der Einzige, der ihr helfen kann. Heile sie. Dies soll mein einziger und erster Wunsch an dich sein. Raya, meine Geliebte, o Herz meines Herzens, deine Präsenz war es, die mir durch die schwersten Zeiten geholfen hat. Ich kann deine Kraft spüren in meiner Brust, wie sie mein ganzes Sein durchflutet. Ich weiß, ich war nicht immer der harmonischste deiner Diener, stehe ich doch viel zu oft an vorderster Front und lasse mich von meiner Leidenschaft leiten. Ich bete zu dir heute, hier in diesem Tempel, um dich zu bitten, deinen Schutz auf den jungen Albiron zu legen. Er ist in deinem Namen gesegnet und ich bete dafür, dass er unter deinem wohlwollenden Blick zu einem gesunden und starken jungen Mann heranwächst. Herrin Zar, du verspielte, ewig junge Mutter, ich weiß, mein letztes Gebet zu dir ist noch nicht sehr lange her, habe ich doch deine Dienerin Gareth eine Weile für mich beansprucht. Nie hätte ich gedacht, dass ich einst die Geburt eines Kindes segnen würde. Du arbeitest wirklich schnell. Dass der junge Albiron trotz aller Umstände und jeder Widrigkeit zum Trotze gesund und munter geboren wurde, kann nichts weiter als ein Wunder sein. Deine Diener haben mit die schwersten Opfer bringen müssen in der jüngsten Vergangenheit. Ich hoffe, nein, ich glaube, dass ihr Opfer zu diesem Wunder beigetragen hat. Herrin Rondera, o donnernde Löwin, ich danke dir, dass meine Klinge stets ruhig und mein Griff immer fest bleibt. Doch heute möchte ich dir nicht von mir erzählen, sondern die Geschichte einer weißen Ritterin erzählen. Zum ersten Mal traf ich sie auf einem Ball. Sie war gelangweilt und verbittert, dass sie nicht in deinen Namen in Kampf ziehen konnte. So hat sie sich gerüstet, komplett in Weiß, und hat die Besten der Besten gefordert im Turnier. Abenteuerlustig und mutig hat sie sich dann während unserer dunkelsten Stunde an unsere Seite gestellt, auch wenn es ihr verboten wurde. Einmal schon mussten wir hilflos zuschauen und haben sie verloren. Nie wieder. Soll meine Klinge zu ihrem Schutz auf ewig schnell und scharf bleiben. Effert, Herr der Wogen und der Wellen, dein Licht hat uns durch die Finsternis geführt. Dafür danke ich dir. Du warst mit uns, als wir gesegelt sind über blutige See und fließenden Fluss. Wir haben es gar übertrieben und sind auf einem Schiff durch die Himmel gesegelt. Noch immer höre ich den Ruf der See und hoffe, dass ich eines Tages dir zurückkehren kann. Sollte der junge Albiron je seinen Ruf hören, je denselben Ruf hören, bitte ich dich, ihn und seine Mutter zu schützen und zu geleiten.
Oh, Herr Boron, ich danke dir, dass du so viel Geduld zeigst und mich zu deinen Geschwistern beten lässt hier in deinem Tempel. Ein weiteres Mal bitte ich dich, o Herr der Träume, bring uns unser Licht zurück, bring uns unsere Prinzessin zurück. Erfülle die Träume eines jeden Menschen mit Hoffnung, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken können. Dann erhebe ich mich und verlasse den Tempel wieder. Du fühlst die drückende Präsenz von Boron, der dich gehört hat, und die der anderen vier Götter, die du angerufen hast. Rondra, Effert, Zar. Und während du die Treppen wieder hinuntertrittst und den Platz des Schweigens überquerst. Ich bleibe tatsächlich vor dem Tempel und setze mich auf die Treppen und warte auf sie. Auf wen möchtest du warten? Darauf, dass Cella oder besser Rohaya hoffentlich herauskommt. Wie lange diese Prozedur, dieses Ritual dauert, das hat der Rabe selbst nicht gesagt, aber so kannst du auf alle Fälle dann dem Treiben auf dem Platz zusehen, direkt vor dir dann der bunte Zartempel und einige Kinder, die dann auf dem Platz des Schweigens wohl vom Zartempel ausgehend einige Figuren mit Straßenkreide auf den Platz malen. Die finsteren Golgariten, die neben dir links und rechts an der Treppe am Fuße stehen und dabei zusehen, aber nichts sagen. Du spürst wohl aber auch, dass du beobachtet wirst. Du bist dir selber nicht ganz sicher, ob die Golgariten dich beobachten, weil du Alan Fahner bist, oder ob noch ein anderes Augenpaar auf dir ruht. Aber es fühlt sich nicht gut an. Ich bleibe aufmerksam. Ich bin es gewohnt, dass Augen auf mir liegen. Aber nun, ich beobachte das Treiben auf dem Platz und schaue mal so, ob ich in einem Augenwinkel sehen kann, wer mich beobachtet. Derweil kann ein anderes Wesen durch die Tore der Stadt treten. Über eine große Brücke kannst du dem Geräusch folgen, dem Flüstern der Lieder, diesem stetigen, lauter werdenden Badok. Du hast wohl die Lieder des Feuers gehört, die von hier aus geklungen sind, hast eine lange Reise angetreten, aber irgendetwas hat dich hierher gerufen. Die Lieder deiner Sippschaft. Du kannst an einem Häusermeer vorbeitreten. Rotbraun, rostfarbene Dächer, Ingwacht, das geschäftige Viertel der Handwerker. Neben dir aufragend große Tempel, lautes Geklonge und Geklose. Der Schmiederauch, der dann an dir vorbeizieht und dich so ein bisschen einhüllt. Das Rumpeln von einigen anderen Kutschen, von Händlern, die an dir vorbeiziehen, Gedränge. Und einige Garküchen, wo Menschen Fleisch anbraten. Reichlich irritierend, ob dieser ungewohnten Umgebung. Irre ich wohl ein wenig über die Straßen, biege allenthalben in Gassen ab, die ich nicht kenne, die aber weniger voller Menschen sind oder generell einladender scheinen, laufe da ein wenig durch, biege dann wieder in eine zufällige Richtung ab, indem es mich dann langsam weiter Richtung Westen treibt. Du folgst den Straßen, wechselst immer mal wieder, einem Instinkt folgend, und bist dann auf einem sehr großen Platz angelangt. Du schaust dich um, große Häuser, die hier aufragen, das eine bunt, das andere schwarz. Und während du gerade einem inneren Instinkt folgen willst und vielleicht das bunte Gebäude betrittst, was so sehr viel einladender erscheint als der finstere, ja, finster ist er nicht wirklich, aber er ist auf alle Fälle dunkel, kannst du wohl erkennen aus einem Augenwinkel heraus, wie dort jemand sitzt, von dem das Lied vielleicht nicht stammt, aber dessen Name in diesem Lied auch erklungen sein mag. Ein wenig und zur Hälfte darüber erfreut, auf diesen großen Platz zu treten, ein wenig den engen Gassen entkommen zu sein und zur anderen Hälfte darüber ein bekanntes Gesicht zu sehen. Eilig dann über den Platz auf Kiaras zu. Rufe ihn vermutlich nicht zu, sondern warte erst, bis ich so auf 5 bis 10 Schritt heran bin. Kiaras, richtig? Ja, oh. Lendarion. Es ist schön, dich hier zu sehen. Überraschend, dich hier zu sehen. Gleichsam. Man hätte meinen sollen, ich hätte es vorher gehört, aber Menge an Klängen, die aus diesem
diesem Ort hier ertönt, ist überwältigend. Das letzte Mal hatten wir es gesehen in Wilhelm, oder? Ja. Im Lager von diesem Menschen, den Rabenmund? Ja, genau, genau. Es ist überraschend, dass unsere Wege sich hier wieder kreuzen. Vielleicht ist es weniger überraschend und mehr Schicksal. Ja, du blickst auf das schwarze Gebäude, vor dem Kira sitzt, und siehst darauf ebenso einen Raben. Hat er euch hierher gesandt? Ist dies dieses Warung, von dem ihr gesprochen habt? Das scheint mir weniger unbequem, als ihr es beschrieben habt. Nein, das hier ist Punin, das ist ein Boron-Tempel. Wir sind aus anderen Gründen hier. Auch wenn unsere Wege wahrscheinlich doch schon etwas besonderer waren. Aber komm, lass mich dich zu den anderen bringen. Ich mustere noch einen langen Moment lang mit zusammengezogenen Augenbrauen dieses uneinladende Gebäude. Reiße mich dann aber davon los und gehe Kiaras nach. Und können wir vielleicht hier lang gehen und zeig doch irgendeine Nebengasse. Von mir aus, natürlich. Das sind nicht so viele. Ihr wisst schon. Natürlich. Aber wenn dies nicht dieses Warung ist, was genau tut ihr dann hier? Nun, du erinnerst dich, dass wir jemanden gesucht haben. Mit diesem Pendel, nicht wahr? Wir haben jemanden gefunden. Und deswegen sind wir hier. Aber ich denke, das können die anderen dir besser erzählen. Währenddessen klopft es gerade an den Türen des Palazzos. Gibt es dort Personal, das für uns irgendwie aufmachen kann, oder wie wird das gehandhabt? Nee, also du hattest dann natürlich auch einen Diener von den Boron-Geweihten mitbekommen, also wahrscheinlich irgendwie ein Akolut oder sowas, der da ausgebildet wird oder wurde. Der hatte dir dann einfach nur die Schlüssel noch überreicht oder euch die Schlüssel überreicht, aber ansonsten ist das Gebäude leer und wird wohl wahrscheinlich dann nur für Gäste ausgegeben. Vielleicht wart ihr nicht wichtig genug, damit ihr dann eigenes Personal bekommt, aber aktuell seid ihr dann einfach nur alleine. Nun macht schon auf, Isarun. Es klopft dich bestimmt ein zweites Mal. Wieso macht ihr nicht auf? Ich müsste aufstehen. Ach, na gut. Kein Personal. Diese Zeit dann wirklich schlimm. Ja, ich öffne sie. Ich komme aber trotzdem neugierig mit Abelmir mit. Ich gehe nahe zur Tür und öffne sie. Ja, vor dir steht ein Mann mit braunen Haaren, kurz geschoren, definitiv ein Magier, wohl aus Punin, nickt dir zu und hält dir dann ein großes Schreiben hin mit so einem kleinen Unterlegbrett. Würdet ihr bitte einmal unterzeichnen? Wer seid ihr und was ist dieses Schreiben? Unenio, Adeptus Mino. Er kommt doch herein, das ist unhöflich. Tut mir leid, nein. Ihr seid Magister Marinus? Ich bin Abelmir Marinus, das ist wohl wahr. Dann unterzeichnet bitte. Was unterzeichne ich dort? Lass es mich jetzt zuerst lesen. Nein, den Erhalt dieses Briefes. Das habt ihr. Nun gebt schon her. Ich unterschreibe diesen Wisch. Ja, erst nachdem du unterschrieben hast, wird er dir das Klemmblatt wieder wegnehmen und dann aus seiner Innentasche einen Brief mit einem blauen Siegel herausholen. Bitte sehr. Vielen Dank. Und schmeiß die Tür wieder zu. Ja. Diese Zeitwende immer unhöflicher. Was wollte dieser Mensch denn? Kanntet ihr den? Nein, ein Eleve vermutlich. Isarun, du schaust kurz auf das Schreiben, ist mit roter Tinte draufgeschrieben und drauf steht Vorladung. Das sieht offiziell aus. Das sieht nicht gut aus. Lass es uns lesen. Ja, ich breche das Siegel, falls eins vorhanden ist, und rolle diese Pergamentrolle auf. Ja, du überfliegst die Zeilen kurz. Genau das, mit dem du schon gerechnet hast, ist natürlich die Vorladung zu einem Gildentribunal, was abgehalten wird aufgrund der Anklage, die gegen dich erhoben worden ist. Du liest noch einmal die Beschuldigung, Zorgan, Elburum, Feuerelementar, Kinderheim, Räume. Du fliegst weiter, du hast, wie gesagt, damit gerechnet. Diese Narren wollen wirklich diese Farce von einem Prozess durchziehen. Was meint ihr mit Narren?
Was brüllt ihr denn so rum? Was ist los, Abel? Mir will es gekommen. Ja, lasst uns doch einmal zu den anderen gehen. Im Frühstücksraum ist es auch viel wärmer als hier in dieser zugigen Halle. Ja, das ist wohl wahr. Hat schon irgendwer das Personal entdeckt? In meinem Zimmer ist niemand. Was ist denn los hier? Ich glaube, wir sind tatsächlich ganz alleine hier. Ich habe Bier gekauft. Das ist schön für euch. Ganz normal das Klicken der Tür hören, dass der Tür vorne. Überlegst kurz, ist Ponenio jetzt doch irgendwie noch reingegangen? Aber dann siehst du, wie wohl sich Kieras gerade durch die Tür geschoben hat und hinter ihm sich dann noch der Elf nähert. Mendarion ist da. Ah, Kieras, das ist doch unser Elf. Wo kommt dieser denn her? Ich kenne ihn noch sehr gut. Ja, nehmt doch erstmal ein Bier. Hier, ich habe frisches Bier gekauft. Hier eins für Elfen wunderbar. Und eins für Kieras und eins für Isarun und Adomir. Ich glaube, du hast zwei nötig und eins für dich. Doch, als für mich. Oh. Nehmen wir dieses Bier, der Höflichkeit halber. So viel habe ich vermutlich schon über Zwerge gelernt. Riech ihn kurz dran und kippe es dann unabhängig in die nächste Pflanze. Wie kommt ihr nach Punin? Das letzte, wo ich euch sah, war so in Darpathien, weit weg. Ich bin genauso überrascht wie ihr. Ich habe mich mit meiner Sippe beraten. Darüber, was nun zu tun sei. Und dann bin ich wieder dem Wind gefolgt. Ich dachte mir, er würde mich in dieses Wahrung bringen, von dem ihr gesprochen habt, aber nun bin ich hier. Offensichtlich sieht das Schicksal vor, dass sich unsere Wege einmal mehr kreuzen. Oh, Mendarion, dein Bier ist ja leer. Warte, ich schenk dir nach. Hat ganz schön Such drauf, der Mann. Ganz schön Such. Wollt ihr zufällig eins von neun Schwertern sein, Mendarion? Ihr seid ja ganz gut mit dem Ding. Bitte wie? Wie erkläre ich das? Wir bringen was Böses um, was Bardock ist. Und da könnte ich dich mal brauchen. Bardock ist aber doch nicht böse. War nicht Bardock böse? Azara. Ja, so in etwa. Vielleicht solltet ihr von Anfang an erklären, was geht. Also irgendwie scheint es in der Mitte von da, wo wir waren, weil du nicht weißt, wie es heißt, da, wo wir waren, da scheint es wohl irgendwie so einen dunklen Ritualplatz oder sowas. Boltax, beschreibst du das gut? Die Blutkerbe. Ja, ich weiß nicht, wie genau sich das... Also da ist irgendwas Böses und wir gehen da hin und dann bringen wir es um. Wir brauchen dafür 9 Leute. Und wenn du hier bist, muss ich ein weniger suchen. Außerdem bist du ja ganz flott mit deinem Schwert unterwegs. Nun, ich bin mir sicher, ich kann auf jeden Fall folgen. Finde ich gut. Habt ihr in der Vergangenheit einen guten Eindruck gehabt, was böse ist? Bevor ihr es sehen konntet, meine ich. Also, das ist irgendwie so ein... Weiß ja, was Dämonen sind. Also, ich hab's noch nicht so ganz verstanden bei ihm. Etwas Dämonisches. Ich weiß nicht, ob euch das etwas sagt, Mendarion. Natürlich. Tatsächlich benutzen Elfen die gleiche Terminologie. Das ist ja hochinteressant. Ich glaube... Wie auch immer. Nun, die Diener des Dasa kommen aus... Nicht aus dieser Welt, sondern aus einer anderen. Ihr nennt es... Ich weiß es nicht mehr. Die Niederhöllen. So nennen wir das. Ah, genau. So einer sitzt da. Ja, dämonisch ist universell, denke ich mal. Das ist bei den Zwergen, bei den Elfen und bei den Menschen gleich. Und Boltax will dahin und die Blutkerbe heile machen, wie auch immer das funktioniert. Da habe ich mich noch nicht so genau mit beschäftigt. Ich glaube, das macht Boltax dann irgendwie selber. Boltax, machst du das dann selber? Genau, das mache ich selber. Ihr haut alles kaputt und wenn da noch was zu heilen ist, dann heile ich das. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Das ist ein guter Plan. Eine Arbeitsteilung lobe ich mir. Aber mir, von was für einem Prozess hattest du denn jetzt gesprochen? Ach, diese Narren aus Punin vom Pentagrammaton klagen mich an. Wahrscheinlich auf Aufwand dieses Grollmiss. Erinnert euch. Aber Abelmir, das war euch doch klar. Ja, aber ich wusste nicht wirklich, dass sie diese Farce durchziehen. Ich dachte, ach, egal. Die klagen mich an. Es muss doch alles seine Rechtmäßigkeit haben. Ach ja, richtig. Ich erinnere mich, an dem Tag habe ich mich voll umgeschossen. Da wurdet ihr zu irgendwas verurteilt, ne? Ja. Das scheint die sehr zu betrüben. Ich würde gern verstehen, warum. Ach, es ist menschliche Gildenpolitik. Die anderen seiner Sippe sind unzufrieden mit ihm. Genau. Oh, und dies ist nun also wie für euch Menschen eine Sippenversammlung wäre? Nun, nicht ganz, vermute ich. Aber warum betrübt es euch doch so?
Nun, ich dachte, ich streite für die Guten, für die Zwölfe. Und da kommt dieser Menicht, dieser Groll daher und verklagt mich, weil ich sein Unheiligtum zerstört habe. Das können nur Menschen. Ja, nun, also ihr habt euch wirklich wie die Axt im Walde betragen. Das war ein Unheiligtum. Und also, wenn du etwas zerstört hast, das das Gleichgewicht der Welt gestört hat, dann wird dir deine Sippe noch sicherlich dafür keine Vorwürfe machen. Seht ihr, selbst eine Elf kapiert es. Also im Grunde kannst du es dir so vorstellen. Leute von einer anderen Sippe sind sehr unzufrieden damit, dass er deren Sachen kaputt gemacht hat. Die sind jetzt zu seiner Sippe gegangen und jetzt redet seine Sippe mit ihm darüber. Ja, die grundsätzliche Problematik war ja eher, dass Abelmir seinen Djinn nicht unter Kontrolle hatte. Das war nicht meine Schuld. Ja, aber trotzdem hattet ihr euren Djinn nicht unter Kontrolle. Ja, man kann nicht genug Ehrerbietung und die Harmonie in euch selbst war wahrscheinlich auch ein wenig gestört. Und so ist es halt dazu gekommen und jetzt müsst ihr euch dafür verantworten. Einen Geist des Feuers ruft man ja auch nicht leichtfertig herbei. Also, ich heiße eure Motivation sehr gut. Ich möchte euch erinnern, dass es um Groll geht und um ein Unheiligtum. Ja, deshalb sagte ich ja, die Motivation war richtig. Ich sehe schon, es wird schwierig. Du solltest dir darüber keine allzu großen Gedanken machen. An dem Versuch, die Elemente unter Kontrolle zu halten, sind schon bessere Zauberer als du, Zerbruch. Das ist richtig. Nun ja, aber nicht ihr Zauberer wird dafür verklagt. Von Gräumen vor allen Dingen. Ja, eure menschlichen Sitten sind so unglaublich groß. Ich bin mir sicher, dass dein Missverständnis, dass du deinen Sprechern erklären kannst. Abelmir, du kannst ja vielleicht einen Freispruch heraushandeln, wenn du sagst, du lernst den Djinn richtig zu beschwören, indem du bei einem Zwerg in die Lehre gehst. Ich soll bei einem Zwerg. Nein, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also, Abelmir, seid doch nicht so unsubtil. Nein, aber ich denke, unsere Tradition und unser Verständnis der Magie unterscheiden sich. 25 Jahre, wenn ich dein Meister bin und. Du kannst das. Das verspreche ich dir. Das ist ja sehr schnell. Er war 50 Jahre in der Höhle. Überleg mal, er gibt dir schon das schnelle Programm. Ja, das ist Bootcamp. Das möchte ich sehen. Nun warten wir erst mal ab, was dort passiert. Der Prozessauftakt ist in 3 Tagen. Also in 3 Tagen könnt ihr echt weit reiten. Nur so, falls euch diese Information interessiert. Ich habe nicht vor, zu fliehen. Das wollte ich auch nicht vorschlagen. Nicht vor diesen Puninan, Sesselpupsern. Was? Ihr seid doch selbst jetzt ein... Ihr tragt doch das Gildensiegel von Punin. Nun ja, es gibt solche und solche aus Punin. Solche und solche Sesselpupser. Gut, das muss ich nicht verstehen. Nein. Es gibt solche, die Feldforschung betreiben und solche, die zeitlebens ihre Bibliothek nicht verlassen. Ja, gewiss doch. Aber jetzt interessiert es mich ja doch tatsächlich. Wie ist das denn bei euch Elfen denn dann, wenn einer von euch Mist baut? Gibt's dann 7 Gespräche und dann ist das auch so ein... Nun, es kommt darauf an, was ihr mit Mistbauen meint. Ich nehme an, wenn etwas Unharmonisches getan wurde. Also wenn du zum Beispiel einem anderen Elfen schaden würdest. Nun, je nachdem, was passiert ist, spricht der Sippensprecher erst einmal mit einem. Oder die ganze Sippe versammelt sich und man spricht darüber. Wenn jemand die Harmonie der Sippe zu sehr stört, dann muss er gehen. Also im schlimmsten Fall würde man sozusagen verbannt werden. Dies ist, glaube ich, euer Wort dafür, ja. Also ihr dürft nicht zurückkommen. Bei den Zwergen ist das ähnlich. Ich weiß aber nicht, ob das meiner Sippe in den letzten 200 oder 300 Jahren passiert ist. Wenn jemand so fühlt, dass sein eigenes Lied nicht mit dem Sippenlied harmoniert, geht er meistens von selbst. Ich fühlte mich ebenfalls ein wenig unharmonisch, als ich von meiner Reise zurückkehrte. Die Landschaft und die Zerstörung zerrten doch sehr an mir. Oh, das macht einen fertig. Umso verwunderlicher ist es, hier unten in der blühenden Au herumzuwandern. Ist es ja, nicht ganz schön hier warm für euch? Nein, meine Vorfahren lebten hier. Eure Vorfahren? Ist das jetzt auch wieder ganz viele tausend Jahre her, so wie bei Boltax immer, wenn er über seine Vorfahren spricht? Hey,
vielleicht 2.000 oder 3.000, nicht ganz viele. Also vielleicht kann Mendarion dir eine Geschichte über seine Vorfahren erzählen, wie sie den Elfenbogen erfunden haben. Ihr seid doch so ein Fan von solchen Geschichten. Oh, ja, das würde mich wirklich interessieren. Ihr habt den Elfenbogen erfunden? Erzähl doch mal. Ich weiß nicht, was erfunden bedeutet. Natürlich, die meisten Elfen machen ihre eigenen Bögen. Und wer war der Erste, der seinen eigenen Bogen gemacht hat? Vermutlich war es Simiad aus dem Lichtrad. Erzähl mir. Wollt ihr euch nicht draußen darüber unterhalten? Aber das klingt nach einer Unterhaltung, die man am besten an frischer Luft führt. Nein, die führt man am besten am Tisch mit etwas Bier und einer langen, ausgedehnten Unterhaltung. Und ja, ihr wollt ja auch davon partizipieren, nicht wahr, Isarun? Aber ich muss tatsächlich gerade einen Spaziergang unternehmen. Das ist aber sehr bedauerlich. Wir können auch noch warten, bis ihr wiederkommt. Oh nein, lass mir dann die Kurzfassung erzählen. Warum gehen wir nicht einfach mit? Ein Spaziergang während dieser einengenden Wände erscheint mir doch sehr. Ja, und wir nehmen etwas Bier mit. Erzählt mir etwas von Simia. Als Biergang. Ihr kanntet Simia? Nein. Wer ist denn jetzt Simia? Ja, ihr solltet aufpassen. Er redete gerade von Simia, der aus dem Licht trat. Nun, er war einer der Ersten, die aus dem Licht traten in die Welt. Einer der Ersten, der wirklich wurde. Und er war auch einer von denen, die seine Vorfahren in ihrem Badock waren, irgendwann anbeteten. Interessant. Die Menschen kennen sie ja ebenfalls als Halbgott. Allerdings bei den Menschen ist er der Sohn des Ingrim und der Zar. Ach Quatsch, Angorsch hat ganz viele Söhne, also alte Zwerge. Hat er nicht bestimmt auch viele Töchter? Weniger, aber gibt sie auch. Sagt einmal, ist es bei euch ein männlicher Elf oder ein weiblicher Elf, der aus dem Licht trat? Wir würden mit einem unverständlichen Blick erst begegnet. Ihr wisst schon, hat er da unten etwas oder nicht? Aber mir, wie ihr euch wieder ausdrückt. Ich weiß nicht. Ja, und was hat das jetzt mit dem Bogen zu tun? Nun ja, wenn er den Bogen erfunden hat. Ja, aber wenn du sagst er, dann wird es doch vermutlich ein Herr gewesen sein, oder nicht? Oder wie spricht man denn von diesem da aus dem Licht getretenen? Ist das sie oder er, oder? Ich erspare euch an dieser Stelle eine schreckliche Aussprache, aber wenn Darion sagt, zwei, drei ganze aneinander hängende Sätze auf Istira. Das glaube ich jetzt nicht. Die wohl eine Gesamtumschreibung des Namens inklusive aller Beinamen bedeuten sollen.